Willkommen, Freunde, zurück hier bei Risen an der Klippe. Und wir gehen nun heute... Das ist der Weg zur Vulkanfestung, ne? Nee. Keine Ahnung, wo uns der Weg hinführt, wenn wir hier noch weitergehen. Das muss ich mal gestehen. Also hier ist so ein kleines Lager von den Ordenskämpfern. Das haben wir ja inzwischen schon entdeckt. Das war nicht ganz so schwierig herauszufinden. Da sind noch mehr Keiler. Also zumindest einer. Nein, es sind zwei. Drei. Es waren drei. Lecker. Wieder neues Fleisch. Eine Ogre. Eine Ogerwurzel. Ein schwarzer Wolf hier. Okay. Doch wo ein schwarzer Wolf ist, da ist ein Freund nicht weit. Hat man gerade noch mal Glück gehabt. Wir waren gerade noch weit genug weg. Ah, es war schon relativ knapp. Da kann man nicht lang, da ist viel zu dicht bewachsen. Hinten gibt es auch nichts. Ja, nichts. Nur Wuchs. Oh. Hilfe. Von wo? Ach, da. Gnome. Ich hasse Gnome. Weil die so flink sind. Flinkes, hässliches Viehzeug. War's das schon? Das ging schnell. Werkzeugbeutel. Jagdmesser. Werkzeugbeutel. Sehr schön. Pflanzen. Noch mehr Pflanzen. Alter, der Wald hier, der ist ein bisschen... Ah ja, okay, hier waren die Keiler. Okay, ich verstehe wieder. Ich habe orientationsmäßig wieder voll die Peilung. Voll die Verpeilung. So, was haben wir hier? Ein Stahlrohling-Schwert. Naja, gut. Und wir haben einen Apfel. Können wir gleich essen. Ich weiß gar nicht, wie viele Äpfel wir bisher haben. Wir müssen auf jeden Fall... Wir müssen eh nochmal in die Hafenstadt, aber dafür bräuchten wir eigentlich Schlösser knacken noch eine Stufe höher. Ich verstehe nicht, warum wir das bei den Banditen nicht lernen können. Schlösser knacken müsste doch eigentlich ihr Fachgebiet sein. Oh, ein Mana-Trank. Die Rezeptur von einem normal großen Mana-Trank. Das ist natürlich schön. Die von Heiltränken, die kostet ja wirklich viel. Okay, ich meine, wir haben 3000. Aber deswegen muss man nicht 300... einfach nur für eine Rezeptur ausgeben, die man eh noch nicht machen kann, weil man noch nicht genug Talentpunkte hat. Weil wir haben bald wieder einen Levelaufstieg, also nicht ganz so bald, aber er rückt in fast greifbare Nähe, sagen wir es mal so. Ah, okay, toll. Wir sind den Weg gerade wieder zurückgelaufen. Super. Von hier kommen wir ja. Da waren die Gnome. Und jetzt geht er hinten hier am Novizenlager lang. So wird nämlich ein Schuh draus. Jetzt ergibt das Sinn. Aber ist doch egal, die sollen uns ja nichts mehr tun, gell? Ich speichere mal lieber ab. Aber die müssten jetzt eigentlich uns wohlgesonnen sein, da wir ja jetzt im Auftrag des Don unterwegs sind. Rekrut, 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 Ordenskrieger. Habt ihr was dagegen, wenn ich an eure Truhe gehe? Leute? Die Götter haben uns verlassen. Ja, total. Leute, was dagegen? Nö. Gut, dann nicht. Das freut mich. Ist er selbst schuld? Ja, ehrlich mal, also. Wenn er hier seine Truhe so offen stehen lässt, ist er wirklich selbst schuld. Ordenskrieger, Rekrut, Ordenskrieger.
Leute, gibt es irgendjemanden, der interessant ist? Nö. Einfach kein Schwein. Dürfen wir da ran? Die ist ja so untergestellt, als ob die jemanden gehören würde. Auch noch abgebrochen. Geschafft. Naja, gut. Nehmen wir mit. Finde ich gut. Da, der sieht doch aus wie jemand, der einen Namen haben könnte. Rudolf. Ah, da ist ja endlich jemand, den ich schicken kann. Bitte was? Redest du mit mir? Allerdings, unser Zwischenlager vor der Vulkanfestung wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Aber ich kann gerade niemanden entbehren. Ich brauche hier jeden Mann für das Bergen der Artefakte. Du wirst für mich zum Zwischenlager gehen und Severin von unserer Lage hier berichten. Wir brauchen Unterstützung, verdammt! Wo finde ich euer Zwischenlager? Es ist ein alter Bauernhof. Er liegt südlich der Vulkanfestung. Von hier aus musst du nach Osten gehen. Verstehe. Gut, ich werde Severin deine Nachricht überbringen. Aber beeil dich, wir sind schon seit Tagen überfällig. Ich hoffe, sie haben uns noch nicht abgeschrieben. Viel Glück. Da seid ihr ja wohl selber schuld. Gut, sonst gibt's ja aber nichts, oder was? Noch irgendwelche Pflanzen? Nö. Wir gehen natürlich gleich noch in den Tempel rein, ohne Truhe. Tränke und eine Fackel. Auch wenn wir nicht wirklich viel Mana brauchen. Nenn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 
Kann ich da nicht noch was mitnehmen? Nein. Sonst noch was? Nö. Gut. Adieu. Ach so. Ich muss mich erstmal wieder so ausrüsten. So, einmal Telekinese-Hand. Dann einmal hier raus. Und den Schalter, Schalter, Schalter. Haben wir die Telekinese? Nein, haben wir nicht. Einmal die Telekinese-Hand, sage ich. Und den Schalter. Nehmen wir die Fackel wieder. Können ein paar Bolzen aufheben, die wir hier verschossen haben. Da liegt noch einer. Und die anderen sind mir ehrlich gesagt egal. Vielleicht sind sie gebrochen, ich weiß es nicht. Darum kann sich jemand anderes kümmern. Wir können noch nicht Angriffe aufladen. Das funktioniert nicht. Ist das Neil? Neil, was machst du denn hier, Kollege? Hä? Neil. Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. Immer. Wollen wir mal runter zum Strand gehen? Zur Westküste? Ja, oder? Westküste ist gut. Westküste klingt super. Gehen wir mal hin. Lalalalala. Oh, ein paar Geier. Da ist noch einer. Nein! Na gut. Dann holen wir ihn uns unten. Den kriegt man, keine Sorge. Ach, lass mich doch in Ruhe. Du kommst schon früh genug dran, Kollege. Lass mich hier erstmal Blümchen pflücken. Das ist nämlich mein Metier. Kollege, erschreck mich nicht so. Komm her. Pech gehabt. So. Da haben wir noch einen. Da haben wir eine Wurzel. Eine Reiselust. Ich habe voll aufs Reisenlust. Heilkraut. Ein Pilz. Oh, da oben ist noch eine Reiselust. Fast übersehen. Na komm, einmal hochkrabbeln. Das kann ich ja wohl nicht verantworten, dass wir da einfach die Reiselust übersehen. Nicht, dass uns noch die Lust am Reisen vergeht. Nicht, dass ich das so einfach übersehe. Hilfe! Erwischt. Alter, die Stachelratten mit den Properzen, gell, das ist so widerlich. Darum ist das vielen gefallen. Wahrscheinlich nur, um uns darauf hinzuweisen, ist da oben noch sowas. Ach so, da hätten wir runtergekonnt. Um uns darauf hinzuweisen, na gut. Au. Hier, sauft ihr erstmal ein. Ein für zwischendurch, ein Grünblatt. Seegeier. Ja. Gibt's hier noch was? Nö. Gut, dann nicht. Oh, Heilkraut. Lieber nicht übersehen. Sonst werden wir das noch bereuen. Ach, da unten. Au. Lass mich doch erstmal auf deine Ebene kommen, du Viech. Wehe, ihr prügelt mich hier runter.
hau ich euch die Flöhe aus dem Pelz. Das mit Sicherheit. Meine Fresse. Hinten ist auch nichts mehr. Wow, gefährlich hier in der Westküste. Also nicht vom Monstern her, aber vom Aufbau der Map her, dass man ja hier nicht überall runterfliegt. Heilwurzel. Sind das Krallenfalter? Nein. Oh. Wen sehen meine müden Augen da unten? Eine Panzergrille. Und wo eine Panzergrille ist, da werden wahrscheinlich auch mehrere sein. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein kleines Lagerfeuer. Eine Panzergrille. Wahrscheinlich Nummer 2, wenn ich mich aus dem Fenster lehnen dürfte. Eine Truhe. Truhe in Frieden. Obsidian. Das Jolt. Jolt. Na du. Ja, es sind 2. Ja. Ah, gut. Fast war es das schon, die eine. Au. Ja. Au, hör auf damit. Ah, jetzt reicht's mir aber langsam. Wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Da setze ich mich halt mal besser hin. Dann kann ich die Lage besser einschätzen. So, jetzt aber. Jetzt sterben die Panzergrillen. Ja. Der Tag, an dem die Panzergrillen starben. Ja. Der Kampf sah irgendwie besser aus, oder? Also ich glaube schon. Ich kann mir nicht erklären, warum. Pilze. Und eine Truhe. Was haben wir denn hier? Oh, Ring des Geschicks. Na gut. Über den Heiltrank freue ich mich. Vor allem, weil wir den gerade weggesoffen haben. Haben wir ihn gesoffen und gleich wieder aus der Kiste rausgenommen. Und Pock. Mehr ist nicht zu holen. Naja, ist doch gut, oder? Oder nicht? Immerhin 5. 5 ist besser als in die Hose geschissen. Oh, geht's da runter? Ist das eine gefährliche Höhle? Oh, das ist eine sehr gefährliche Höhle. Und eine Heilwurzel. Nehmen wir mit. Und mal ganz kurz abspeichern auf dem Weg da hoch. Einfach nur, weil wir es können. Waren wir hier oben schon? Na, siehste mal. Waren wir eben noch nicht. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Und das waren die beiden Panzergrillen, die wir hier gesehen hatten. Alles gut. Jetzt können wir in die gefährliche Höhle reingehen. Ich hoffe, es ist eine gefährliche Höhle. Einerseits hoffe ich, dass es eine gefährliche Höhle ist. Andererseits hoffe ich, dass es keine gefährliche Höhle ist. Ich bin ein Mann voller Zwiespalt. Es ist keine gefährliche Höhle. Aber hier gibt es Skelette. Schick. Sonst noch wer? Jemand Lust, gegen uns anzutreten? Pilze. Was ist das? Ach, das ist Dreck. Okay. Gegen Dreck habe ich nichts. Oh. Ein Grab.
Ja, ein Grab, aber auch hier eine Stelle. Wehe, das ist jetzt schon wieder so eine Schatztruhe von denen, die wir nicht öffnen können. Weil dann hau ich jemanden. Dann hau ich wirklich jemanden. Wahrscheinlich mich, weil hier sonst niemand ist. Aber jemanden hau ich. Da kannst du sicher sein. Na komm, Kollege. Raus mit dem Mist. Ja. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ich hasse ihn so sehr. Und Pock. Und Pock. Und Pock. Ah, ein Edelstein. Ein kleiner Smaragd. Und jetzt sind wir hier, alles klar. Dann können wir uns jetzt um die restlichen Skelette kümmern. Skelett Fusion, das ist so ein Rasierapparat. Der rasiert bis auf den Knochen, deswegen bleibt dann auf keinen Fall noch ein Haar übrig. Den empfehle ich jedem von euch. Na du, komm her. Kommt der gleich mit? Nein. Ich hab doch gerade eine Konterparade gemacht. Hä? Ja! Lass mich doch in Ruhe, du blödes Vieh. Kommt der jetzt? Ja, gell? Jupp, der kommt jetzt. Alter! Was war das denn für ein Schlag? Meine Güte! Der zwiebelt ganz schön was weg. Idiot. Komm noch mal her. Ja. 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 Verjagt. Meine Fresse. Puh. Oh, Handy ist voll. Schön. Handy, das ist jetzt war gerade nicht so klug. Das hilft meinem Nervenkostüm nicht wieder heil zu werden. Na komm her. Kommt mal hierher. Hier ist schön. Nein, aua. Also die Viecher haben echt ganz schön Schlag drauf. Naja, weg ist weg. Rostiges Schwert. Kollege, alter Schild. Wo ist der andere Kollege? Da war er. Gut, haben wir denn hier irgendwas Schönes? Da am besten nicht runter. Ob das ja wieder so eine Burg ist, wo wir noch einen Vasallenring finden? Ich nehme mal stark an, dass ja. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein Bett. Ja. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein Bett. Ich jetzt noch tiefer runter. Muss ich doch wieder eine Fackel nehmen. Keine Sorge, wir machen auch gleich Aufnahmepause. Da geht's nicht weiter. Oder? Nein, da passiert nichts. Aber da sind Skelette. Ja. 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 So, kommt doch her. Und toter Burgherr. Ja, es ist genau wieder so einer. Ja. Gut, den haben wir dann wohl auch. Ich weiß immer noch nicht, was das mit den untoten Burgherren hier zu bedeuten hat.
Aber anscheinend gibt es noch 4 weitere davon. Und irgendeine Quest, die wir mit denen erfüllen. Heilwurzel? Heil dir Wurzel. Heil dir Wurzel. Was haben wir hier? Und nochmal von vorne haben wir hier. Dietrich ist abgebrochen. Der Dietrich ist abgebrochen, haben wir hier. Geht doch. Ah, geht doch, haben wir hier drinnen. Skelett beschwören, ein Ghoul! Ding, mit denen ich nicht gerechnet habe. Einem Ghoul. So, aber da vorne ist jetzt noch ein Skelett und es hat gerade wieder angefangen zu laggen. Vorhin habe ich schon einmal rausgemacht. Aber jetzt verabschiede ich mich für diese Folge und sage euch bis dahin. Tschüss.